aus Hamburg kommt er. Wie heißt das? Google Maps. Hallo, hier ist der Treiber. Mal wieder unterwegs. Und heute bin ich unterwegs ganz alleine. Muss auch ab und zu mal sein. Kommt zwar nicht oft vor, aber macht auch ab und zu mal Spaß. Nichts wegen meiner Frau, aber ist sie doch ein bisschen wendiger, die Diva. Freitagnachmittag. Ein bisschen durch die Gegend fahren, wie immer. Oh, ein Liegerad. Ja, und so mal erzählen, was mir so einfällt wieder. Was ist mir gerade eingefallen ist. Kleine Geschichte von mir, von meiner Kindheit, wo ich mich erinnern kann. Ich war früher unheimlich oft bei meiner Oma. Und wenn ich nicht lieb war, ich weiß zwar nie, weil ich angestellt habe, das weiß ich heute nicht mehr. Die hat zu mir gesagt, bist lieb. Sonst kommt der schwarze Mann dich holen. Und ich habe da natürlich immer dran geglaubt, an den schwarzen Mann. Und jedes Mal, bist lieb. Dann kommt der schwarze Mann. Und dann eines Tages, dann weiß ich gar nicht, da saßen wir da irgendwie und dann meine Oma auf zu mir gesagt, siehst du, jetzt kommt der schwarze Mann dich holen. Und dann habe ich durchs Fenster geguckt und dann kam wirklich der schwarze Mann und das war aber der Schornsteinfeger. Ich habe voll die Panik gekriegt, das weiß ich heute noch. Und bin in den Keller gerannt, in die dunkelste Ecke und habe mich versteckt, damit mich auch der schwarze Mann nicht holen kommt. Und mich hat man da nicht mehr rausgekriegt. Und ich habe voll die Panik gekriegt. Und war als Kind da ein Trauma, so ungefähr. Ich denke da manchmal heute auch noch drüber nach. Macht sowas mit euren Kindern nicht. Das ist nicht so gut. Ist, och, das war, och, das kann man gar nicht beschreiben. Das weiß ich heute noch, was für eine Panik ich hatte. Ich hatte, glaube ich, sogar Todesangst oder so, dass der schwarze Mann mich holen kommt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das waren ja auch andere Zeiten. Ich war halt junger. Ich habe immer Blödsinn im Kopf gehabt. Nicht nur früher Blödsinn im Kopf gehabt, heute auch noch. Ja, das ist so eine kleine Geschichte von mir, weil ich so erlebt habe. Also denke ich heute noch, wenn ich den Schornsteinfeger sehe, der schwarze Mann. Aber ich frage ihn mittlerweile, darf ich dich berühren? Das mache ich immer. Den Schornsteinfeger muss man berühren oder einen Cent in die Tasche. Bringt Glück. Aber man merkt, dass Herbst kommt. Noch ist das Laub auf den Bäumen noch. Ach, ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr April, auf Anlassen. Und dann fängt es so langsam wieder schön an. Dann mache ich jetzt schon wieder einen Aufruf. Wer Lust und Laune hat, kann gerne mit uns anschließen. Nächstes Jahr zum Anlassen. Das ist immer ein Event. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist ein Wahnsinn. Wenn man da ein Moped zieht und ach, ist einfach nur schön, ideal, sage ich da einfach nur so mal zu.
haben wir den mal eben überholt. Beste ist immer, wer mittlerweile kennt uns auch der Catman. Da kann ich immer wieder darüber noch erzählen. Das ist echt genial, der Typ. Ist zwar ein bisschen abgedreht, aber was wird er sein? 75. Der hat sein ganzes Moped wie eine Katze polieren lassen. Und er selber hat so ein Fellding an. Auch sogar der Helm ist so. Hat seinen Enkel immer mit. Aber der ist voll genial, der Mann. In dem Alter, ich will hoffen, hoffentlich kann ich in dem Alter noch so ein Moped fahren. Das wäre schön. So, jetzt fahre ich mal Richtung Lindlar. Und dann über die Autobahn nach Hause. Ich wollte mal schauen, ob auch die kleine Diva noch 200 fährt. Mal gucken, wie die Autobahn ist. Also im Norden ist das kein Problem, da kann man das mal eben ausprobieren, aber bei uns ist das immer so unterschiedlich wegen dem Straßenverkehr. So, was ist das für einer? Der sieht aber lustig aus. Ach. Google. Ein Google-Auto war das. Das ist ja lustig, habe ich ja noch nie gesehen. Das sah ja lustig aus, echt. Dem haben wir es natürlich gewunken. Oh, dem kann man hinterherfahren. Aus Hamburg kommt er. Wie heißt das? Google Maps. Bin ich jetzt auf Kamera? Boah, hat ein Teil da oben drauf. Was ist ein Ding? Braucht man dafür so ein Riesenteil? Ich habe mir nur so ein kleines Ding da oben, da hat ja auch GPS und alles drauf. Ist ja lustig. Fahren wir den mal hinterher, mal gucken. Oh, ich glaube, ich überhole ihn aber gleich. Kommt noch an, wo er herfährt. Ja, fährt aber ganz schön zügig, ey. Mit dem Teil da oben drauf. Heizen.
Danke, danke, danke. Viele machen mir normalerweise immer Platz. Also viele Lkw-Fahrer haben hier bis jetzt schon Platz gemacht, aber die beiden wohl scheint mich nicht zu interessieren. Ist halt so. Kann man nichts mehr machen. Wir wollen bestimmt auch auf der Bahn. Gehe ich mal von aus. Von hier aus, wie ich so sehe, ist die. Ich muss meine Reifen noch mal auswuchten lassen. Die wackeln ganz gut. Naja. Naja, 180 haben wir drauf. 190. Schade. Ah, ist zu voll, der Autobahn. Bisschen über 190 haben wir drauf gehabt, aber das muss ich unbedingt, und der Spiegel, den muss ich reklamieren. Ja, muss ich mal zu Hause nachgucken. Ich habe den Fehler gefunden, warum der Spiegel sich verstellt. Diese Mutter hier, die hat sich gelöst. Ich muss zu Hause mal nachziehen. Was denn? Ja. Zur Dolmannstraße. Fahren Sie mir am besten hinterher. Da fahre ich nämlich her. Ja. Beim Augenarzt. Ah. So, da hat mich noch einer gefragt an der Tankstelle, wo die Dolmannstraße ist. Das weiß ich natürlich, ich komme von hier, jetzt fährt er mir hinterher. Also, wir sind jetzt auf der Dolmannstraße, ne? Das hier ist die Dolmannstraße. Normalerweise, wenn ich weiß,
Die nächste rechts und dann müsste hier direkt der Augenarzt sein. Ja, das finde ich aber dann. Hm? Also. Ich brauche heute nicht hin. Ne? Ah. Ich muss vor euch. Ah. Weißt du, der Nachbar da, der war ja hier, wenn wir jetzt gerade zurückkommen, kommt er jetzt auch. Ja, genau. Wenn ich jetzt von Eck-Oberarzt bin. Ja. Achso, ja. Hier die Kreuzung. Also immer geradeaus bis zum nächsten und dann links und dann wieder rechts. Weil ich bin ja jetzt auf der Wegkreis gefahren, hätte ich vorher abfahren können. Genau. Da vertun sich die meisten. Ja, weil das stand ja Frankenstein. Ja, genau. Da kann ich schon abfahren. Genau, da können sie abfahren. Klasse. Gut. Alles klar, gute Fahrt. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Alles gut. Jo.